Ja, ich bin hauptsächlich ein Allgemeinchirurg, aber ich bin auch für Transplantationsmedizin ausgebildet worden und heutzutage mache ich Transplantationschirurgie und Leberchirurgie. In Deutschland gibt es einen alarmierenden Organmangel. Täglich sterben 3 Menschen und das ist sehr wichtig, diesen Bereich weiter zu forschen und eventuell neue Methoden zu entwickeln, damit man diese Spenderorgane ein bisschen zu erhöhen kann. Deshalb auch müssen Spenderorgane mit akuten Vorschäden, zum Beispiel Leben von älteren Spendern mit Vorerkrankungen, für die Transplantation in Betracht gezogen werden. Ziel unseres Pilotprojektes ist die Verbesserung der Organqualität von humanen Spenderleber durch die erstmalige klinische Anwendung einer neuen Organkonservierungsmethode. Der Zustand von Spenderorganen dieser grenzwertigen Qualität kann man mit Ansatz von diesen neuen Methoden, diese neue Organkonservierungsmethode viel verbessern und die nicht transplantablen Organe auch eventuell transplantabel machen. Ja, bei Therapieerfolg kann über eine standardisierte Erweiterung der Spenderkriterien diskutiert und damit der Pool der Organspender erweitert werden, was zu einer höheren Verfügbarkeit von Spenderorganen führen würde. Im Namen meines ganzen Teams möchte ich mich herzlich bedanken für die Unterstützung von Stiftung Universitätsmedizin. Eine Umsetzung unseres Projektes wäre eigentlich nicht möglich ohne diese Unterstützung. Also vielen Dank.